dem eigenen Lager. Niemand geringerer als Axel Svindal aus Norwegen. Mit Startnummer 1 im ersten Lauf ins Rennen gegangen. Da war noch nicht ganz klar, die Problemchen, die er hatte, wie schwerwiegend werden die sein. Letztendlich ist es dann die vierte Zeit geworden. Aber 1,17 Rückstand auf Benjamin Reich im ersten Durchgang. Jetzt allerdings fast 7 Zehntel Guthaben auf Landsmann Jans Rüdt. Jetzt auch oben der ganze Teil im Schatten, also bis auf diese kleine Kante da vorne, jetzt geht schon wieder in den Schatten rein. Oh, da schlägt es stark, schon zweimal ganz stark beim Außenski. Den Schlag voll aufgenommen. Ich glaube, diese 7 Zehntel wird er sich ganz gut einteilen müssen. 36 Hundertstel, genau. Jetzt noch der Vorsprung von Axel Svindal. Da ein bisschen spät. Und schon eine Zehntelsekunde. Verliert kontinuierlich, also über den ganzen Streckenteil ganz, ganz kontinuierlich. Und aber das wird ihm auch da nicht mehr gut machen können. Im Gegenteil, das wird noch etwas mehr werden. Nein, jubeln sie trotzdem zu. Er ist der große Skistar schlechthin. Was hat der nicht alles gezeigt in den letzten Wochen und Monaten? 7 Zehntel, letztendlich der Rückstand. Platz 8 für Axel Svindal, auf Platz 9 ex-equo Hirscher und Küsch. Hirscher, der beste Österreicher. Bester Schweizer, Sandro Villetta, auf Rang 2 nach wie vor. Und damit gibt es für Villetta ein Top-Ergebnis heute, denn jetzt stehen noch 3 oben. Ja, damit wird er Fünfter und da wird er den Schweizer Trainer natürlich auch noch ein Kopfzerbrechen machen, weil diese Mannschaft ja eigentlich auch schon steht für die WM. Da werden sie auch noch einiges. Ja, jetzt geht es bei uns darum. Ja, das ist Christoph Gruber, der jetzt ins Rennen geht mit 1,07 Vorsprung. Einen super ersten Lauf erwischt hat. Oh, da lässt das aber weit, 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 weit runter. Er kämpft natürlich auch um das WM-Ticket. Ganz klar. Ja, da stimmt es eigentlich sehr gut. Also da hat er gutes Timing. Der fühlt sich hier wohl, er hat selbst auch nochmal bekräftigt nach dem ersten Lauf. War Vierter hier im Vorjahr, einmal Dritter sogar, 2004. Zwei weitere Top-10-Ergebnisse. 14 Hundertstel hat er jetzt noch. Ja, da bräuchte man noch ein bisschen mehr in Wahrheit, aber jetzt müssen wir mal schauen, was noch möglich ist für ihn. Wichtig ist, dass er da wirklich drauf bleibt. Der Kampfgeist ist ganz klar zu erkennen. So, und der Vergleich. 32 Hundertstel Rückstand. Das wäre im Moment noch Platz 3. Christoph Gruber. So, komm, komm. Da heißt es nur so kompromisslos runterzufahren über den Steilhang. Also, der Sieg wird es nicht für Christoph Gruber. Das wird sich nicht ausgehen. Aber wo platziert er sich? Platz 11 ist es jetzt. Und damit hinter Marcel Hirscher. Das kann nicht unentscheidend sein im Kampf um das WM-Ticket. Und Kjetil Jansrud weiß mittlerweile, dass er auf dem Podest stehen wird. Jansrud auf dem Podest. Das ist einmal die erste Sensation am heutigen Tag. Christoph Gruber im Moment auf Rang 11, zweitbester Österreicher. Der zweitschnellste nach dem ersten Lauf. 1,66 hat er jetzt Vorsprung. Platone. Und er war nur 2 Zehntel langsamer als Benjamin Reich. So, wichtig diese ersten 4 Tore. Wenn man da einen guten Grip findet, ihm gelingt es da wirklich toll. Den Schlag hat er voll genommen und weit weg beim nächsten Tor. Da fehlt ein bisschen Geschwindigkeit in das nächste Flachstück. Mhm. 1,13 hat er aber immer noch. Also 53 Hundertstel, eine halbe Sekunde verloren. Ja, kann er sich noch ein bisschen was leisten? Er braucht auch noch ein bisschen was, wenngleich man sieht schon, also Bladone wie zu seiner besten Zeit, sehr aggressiv, sehr kurzer Radius. Sein letzter Sieg. Schau, halbe hat er noch. Bad Kleinkirchheim.
in der letzten Saison. Eine halbe Sekunde, 52 Hundertstel genau hat er noch für den Zielhang. Platone gegen Kjetil Jansrud und der hofft natürlich schon auf mehr jetzt. 24, 25, ja, das ist die Führung. Damit Massimiliano Platone in Führung und jetzt heißt's Italien gegen Österreich. Platone oder Reich, wer gewinnt den Klassiker hier in Adelboden? Und das bei perfekten Bedingungen. Schon eine Riesenerleichterung, nach so einem Rennen im Ziel zu stehen. Es stimmt mich sehr positiv für den Benny. Das hat auch viel von seinem Vorsprung gebraucht hat. Ja, aber jetzt sind es tatsächlich noch immer die zwei Zehntel. Oder nur noch die zwei Zehntel, sagen wir so. Die zwei Zehntel, die Benjamin Reich schneller war im ersten Durchgang. Die muss er jetzt irgendwie verwalten, irgendwie ins Ziel bringen. Aber verwalten ist ein Wort, das der Benjamin auch in der deutschen Sprache nur schwer und selten gebraucht. Ja, aber war taktisch sehr klug. Hat beim dritten Tor ganz leicht rausgenommen, dafür danach viel Geschwindigkeit aufgenommen. Jetzt kommen diese beiden Schläge da vorne. Beim nächsten rechts jetzt. Okay, der war super und da ganz eng bleiben, dann passt. Sehr gut. Ja, das hat sehr gut ausgesehen für Benjamin Reich. Von der Piste her ist hier noch alles möglich. Die Erfahrung bringt er mit, die Nervenstärke ebenso. Zwischenzeit. Reich gegen Platone hat seinen Vorsprung ausgebaut. Benjamin Reich hat 26 Hundertstel Vorsprung. Ganz tolle Fahrt wieder und es ist richtig ruhig jetzt hier. Er muss ihm im Mittelteil noch ein bisschen Reserve aufbauen. Unten war Platone schnell, aber hier gefällt mir der Benny ausgezeichnet. 209, 26, Zwischenzeit. Benjamin Reich, jawohl, schaut dir das jawohl an. 7 Zehntel hat er Vorsprung. Also das muss er bis ins Ziel bringen, oh, wenn er das wüsste. Aber er spürt natürlich, dass er schnell ist. Ja, super, super. Sensationell. So. Sensationell unterwegs. Benjamin Reich im Ziel und er gewinnt. 24 Hundertstel Vorsprung. Was für ein Rennen von Benjamin Reich. Es ist im zweiten Lauf die 17. Zeit, aber das hat er großartig gemacht. Es ist sein dritter Sieg hier in Adelboden. Das haben nur ganz wenige vor ihm geschafft. So Leute wie Töni, wie Stenmark, wie Zurbriggen oder wie Hermann Mayer. Da reiht er sich jetzt ein, hat wieder einen Meilenstein in seiner Karriere hier in Adelboden gesetzt. Unglaublich. Es ist für ihn der 33. Weltcupsieg, der 13. im Riesentorlauf und der 3. hier in Adelboden. Ganz sensationell. Und damit geht Benjamin Reich auch in Führung im Riesentorlauf Weltcup. Und zwar 45 Punkte vor Ted Ligety. Und Benjamin Reich geht auch in Führung im Gesamtweltcup. Was für ein Tag, was für ein Rennen. Es ist das Jännerhoch wieder des Benjamin Reich im Gesamtweltcup in Führung vor Jean-Baptiste Grange. Punkte Vorsprung, wenn ich das schnell gerechnet habe, im Gesamtweltcup. Und hier haben wir das Ergebnis dieses Klassikers von Adelboden. Benjamin Reich hat im Jänner wieder zugeschlagen. Es ist ein super Rennen gewesen aus seiner Sicht. Er hat in Beaver Creek gewonnen, er gewinnt auch hier. Er hat die Kombination von Val d'Isère gewonnen. Sein dritter Sieg in dieser Saison und der 33. in der Karriere. Also ganz großartig. Zweiter Platz Massimiliano Platone, 24 Hundertstel Rückstand und Kjetil Jansrud, das erste Mal auf dem Podest in seiner Karriere als Dritter. Vierter Villetta, Fünfter Cyprien Richard, Sechster Berthaud. Der beste Schweizer also wieder ein Überraschungsmann, Sandro Villetta, der mit Startnummer 53 im ersten Lauf in dieses Rennen gegangen ist. Zweitbester Berthaud, der Vorjahressieger. Siebenter Missier, Achter Ploner, Neunter Ligety, Zehnter Swindal. Dann Marcel Hirscher als 11. zweitbester Österreicher mit guten Chancen jetzt auf das WM-Ticket. 11. Küsch, 13. Christoph Gruber, 15. Schörkhofer, 23. am Ende Stefan Görgel. Nicht qualifiziert für den zweiten Durchgang Struger, Pächter und Nüsig und ausgeschieden im ersten Durchgang Reichelt und Baumann. Aber es ist der Tag des Benjamin Reich. Sonnenschein in Adelboden für den Pitztaler, der wieder